Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Tell Me Why, dem nächsten Episoden-Adventure von Dontnod Entertainment, entwickelt und gepublished dieses Mal von den Xbox Game Studios. Erscheint das Spiel auf Windows und Xbox Game Studios halt, ne? Und ja, ist erschienen am 27. August, die erste Episode. Und anders als bei Life is Strange 2 zum Beispiel, Gott sei Dank, erscheinen die Episoden hier wöchentlich. Das heißt also, die nächste dann am 3. September und die darauf folgende dritte Episode am 10. September. Das Spiel hat nämlich nur drei Episoden. Ja, es geht in irgendeiner Art und Weise um einen Transgender-Charakter, wie er gerade dieser Informationshinweis am Anfang schon gezeigt hat. Mehr weiß ich auch eigentlich überhaupt nicht über das Spiel. Ich habe mich nicht groß darüber informiert. Ich habe mir eigentlich keine Kritiken und sowas, keine Reviews oder so schon durchgelesen, wo irgendwie, ne. Ich habe irgendwie mitbekommen, dass sich wohl einige Leute darüber aufgeregt haben, über die Sache mit dem Transgender-Charakter, aber das ist mir alles vollkommen egal. Ich möchte hier einfach unbefangen reingehen in das Spiel und möchte es mit euch zusammen erleben. Eine Sache noch jetzt, bevor wir starten, ganz kurz. Das Spiel soll tatsächlich, anders als Life is Strange, eine Sprachausgabe in mehreren Sprachen bekommen. Das heißt Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und ich glaube Portugiesisch war noch dabei. Jetzt zum Start, aufgrund der Corona-Pandemie hat sich das ein bisschen verzögert, gibt es erstmal nur eine englische Sprachausgabe. Die anderen sollen aber entsprechend noch nachkommen. Stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich hätte so ein Spiel vielleicht eh auf Englisch vorgezogen. Keine Ahnung. Irgendwie, da diese Spiele einfach immer alle Englisch sind, habe ich irgendwie das Gefühl, dass sowas auf Englisch sein muss. Egal. Jedenfalls ist es jetzt erstmal Englisch, weil es noch keine andere Möglichkeit gibt. So. Wir legen los. Okay, ich habe das Spiel vorhin schon mal ganz kurz gestartet, um zu gucken, ob es einfach von OBS richtig erkannt wird. Da hatte ich noch die Möglichkeit, den Monitor zu kalibrieren. Habe ich dann nicht gemacht und habe das Spiel einfach wieder geschlossen. Die Möglichkeit gibt er mir jetzt nicht mehr. Dankeschön. Dann werde ich wohl hier mal ganz kurz reingucken müssen, Leute. Ja, genau das da hatte ich bekommen. Bitte kalibriere deinen Bildschirm. Passt die Helligkeit so an, dass das mittlere Logo kaum noch sichtbar und das linke Logo nicht mehr sichtbar ist. Dann lassen wir es direkt so. Was können wir sonst noch machen? Maximale Bildschirm 30? Schwachsinn. 60. Grafikqualität sehr hoch. V-Sync ist an. Jawohl, das sieht super aus. Übernehmen wir das jetzt. Yes, das möchte ich tun. Wunderbar. Und deswegen guckt man immer mal in die Optionen. Was für 30 FPS. Bla, Lautstärke wird wohl hoffentlich passen. Dynamikbereich ist hoch. Absolut. Der Kopfhörermodus ist einfach mal ein, weil ich habe Kopfhörer auf. So, Sprache und Untertitel schauen wir jetzt ganz kurz rein. Textsprache ist Deutsch. Ach was. Ah ne, Text. Ja, Text. Lol. Ja, nee, ist klar. Untertitel, ja. Namen des Sprechers, ja. Hintergrund der Untertitel, nein, brauchen wir keinen. Nein, ich habe doch gar nichts geändert. Lass mich einfach. So, Controllersteuerung, dies, das, Ananas. Barrierefrei brauche ich nicht. Wunderbar, Leute. Damit legen wir los mit einem neuen Spiel und mit Episode 1 von Tell Me Why. Tell Me Why ist ein storybasiertes Spiel, in dem zu jeder deiner Entscheidungen zählt und deine Beziehung zu den Charakteren beeinflusst wird, nehme ich an. Dammit. Xbox Game Studios und Dontnod Entertainment präsentieren Dallas Crossing in Alaska 2005. Da liegt so ein Grainy-Effekt drüber. Gefällt mir. Hey, kiddo. I need to ask you a few questions, okay? Polizei, ja? Can you tell me what happened tonight? I went to show her my haircut. She had a gun. What? Take your time. She freaked out. It's okay. No, it's not. It's not okay.
My mom tried to kill me, so... What? So I stabbed her. I killed my mother. Tell me why. Kapitel 1. Heimkehr. Alter Vater. Dontnod typisch geht's direkt richtig ab. Alles klar. Ich erwarte geile Musik, ich erwarte geile Story und ich erwarte coole Charaktere. Wir legen los. Mit dem Wohnzentrum in Fireweed 2015, 10 Jahre später, 10 Jahre nach diesem Vorfall. Ich werde das Spiel wahrscheinlich relativ oft mit Life is Strange vergleichen. Es bietet sich halt irgendwie an, ne? Ah, die beiden bereiten sich auf ein Treffen vor, oder wie? Alter, wie viele Dosen, ey. Ich weiß übrigens noch nicht, welchen Charakter wir eigentlich spielen, Leute. Vielleicht wechseln wir ja auch hin und her. Keine Ahnung. Die Hausschlüssel, ja? Lass mich raten, das wird jetzt unsere erste Aufgabe sein. Okay, first, I'm gonna find the keys to the old house. Then, I'm gonna drive to Fireweed and I'm not going to freak out. Everything's fine. Okay. Ist das so? Ja. Die beiden haben sich scheinbar lange nicht mehr gesehen. Soweit ich weiß, dürften die Geschwister sein. One more season. What am I even gonna do with myself when it's over? Get invested in the lives of real people? Ja, so ist das immer mit irgendwelchen Serien, ne? Hä? Ah, okay, mit dem Steuerkreuz nach unten kann ich dann lesen, was auf dem Ding draufsteht. Naja, gut. Why would it be in here? Weiß ich doch nicht, wo du deine Schlüssel hinlegst. Kennt ihr das, wenn man seinen Schlüssel irgendwo ablegt und dann irgendwas macht und dann man hat gar keinen Plan mehr, wo der Schlüssel ist, dabei liegt er irgendwo eigentlich so einfach. Man hat ihn neben sich ins Regal gelegt oder so. Schlimm. Was ist denn da unterm Bett? Oh, right. I stashed them down here. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich meine, ich will trotzdem wissen, was da drin ist. Kisten unterm Bett sind schon seit Life is Strange interessant. LOL, er ist doch da drin. Hä? Was? So that's where you've been hiding. Allison heißt sie. Okay. Der Schlüssel ist echt da drin. Hä? Warum? Another lifetime. Ich, okay. Ich meine, ja. Der Schlüssel ist da drin. I think I'm ready to go now. Okay, ich glaube, davon ging wahrscheinlich auch keiner der Entwickler aus, dass ich das so schnell finde. Ich möchte natürlich den Rest trotzdem erkunden. Wer zum Teufel lagert seine Haustürschlüssel in der Kiste unterm Bett? Ach, warte mal. Das sind wahrscheinlich nicht ihre Haustürschlüssel, sondern vielleicht die von ihrem Elternhaus oder so.
das kann sein. Das ergibt Sinn. Okay, ja. Und dann kann man die auch in der Kiste unter dem Bett lagern. Wobei, weiß ich nicht. Echt? Warum? Da ist doch genau nichts drauf. Eine rote Kugel. Ist wahrscheinlich der Mars oder so. Okay. Naja. Sowas bräuchte ich ja jetzt nicht, vor allem nicht den ganzen Tag. Schlittschuh. Hey. Schlittschuh fahren war ich ewige Jahre nicht mehr, Leute. Müsste auch mal wieder machen eigentlich. I've been practiced since high school. Ja. I'm probably super rusty. Exakt. Genau das. Genau das. Kann ich irgendwie rennen oder so? Das sind die wichtigen Dinge, die man erstmal am Anfang rausfinden muss. Nee, aktuell scheinbar nicht. Okay. Aber ich kann die Kamera zentrieren, ja? Ja, okay. Na ja, gut. Was haben wir denn da noch so? Ah, viele Bilder auf jeden Fall. Ist das Allison? Dann ist das ihr Mann, oder wie? Why do I still have this? Every time I look at it, it reminds me of how very single I am. Ah, okay. Allison und Bobby, karibische Träume, Abschlussball 2012. Abschlussball, achso, war das ihr damaliger Freund oder wie? Okay. Bin ich mal gespannt. So, Zeitung lesen. Irgendwas Besonderes. Ah, kann man alles angucken hier, oh mein Gott. Polizeichef Brown bittet Gemeinderat um neues Budget. Hafenstreik beginnt diese Woche. Bürgermeisterwahl, Kandidat Tom Vecchi für Waffenreglementierung Geld für öffentliche Schulen. Tyler heißt der Kollege da, okay. Hey, was? Nein, ich bin noch nicht fertig. Hey, Moment, Moment, Moment. Die ganzen Bilder will ich auch noch angucken. It's gonna be so crazy to see him after all these years. Mhm. Tyler ist dann wohl der Transgender-Charakter in Angesicht dessen, dass hier zwei Mädels drauf sind. Joa. Wann ist das, wie lange ist das her? Schon eine Zeit lang, ne? Hm. Wer ist das? Kein Kommentar? Okay. Michael und Tyler are so gonna hit it off. Okay, wer ist das? Ist das jetzt irgendwie dein Freund oder... Ich verlange eine Erklärung. Laptop. Die Kategorie, mit der man noch Köpfe einschlagen konnte. I should probably check my email one more time before I go. No, I've already done that three times this morning. Wow, wer checkt so oft seine E-Mails? Also Privatmails. Ich meine, auf der Arbeit, okay. Aber. Time and I against any two. The shape of yesterday. Summertime sweet. Okay. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwelche Anspielungen auf Life is Strange finden werden. Is he gonna like this? Or is it too much? Ich frage mich vor allem, wofür denn das Welcome Back? Willkommen zurück wo? Ach, oder wollen die beide wieder in das... Ah, ist vielleicht damals wegen dem Vorfall mit der Mutter irgendwie... Sind die beide ausgezogen aus dem Haus? Und jetzt wollen die aber vielleicht wieder beide zurück in dieses Elternhaus. Maybe. Ich weiß es nicht. Ich habe ja keine Ahnung. Man sagt mir ja nichts. Wir finden es raus. Wir finden es raus. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob wir irgendwelche Life is Strange Anspielungen finden. Ich meine, ich kann es streamen, jeden Tag, wenn ich will. Aber es macht mich glücklich, nur die Box zu sehen. Ja. Wer schmeißt DVDs weg, nur weil man sie jetzt streamen kann? Was ist denn das? Eine Sternreise und die Hexen von Eltham Staffel 1 und 2. Ich meine, ich habe auch irgendwie die gesamte Serie NCIS bei mir rumstehen. 16 Staffeln, alle 16 Staffeln, die es bisher in Deutschland gibt. Und ich warte immer noch darauf, dass die verdammte 17. rauskommt. Mann. Das hatte ich gerade. Ja. Und Castle, Staffel 1 bis 8, die komplette Staffel, habe ich, komplette Serie, habe ich auch bei mir im Regal stehen, auf DVD. Und ich mag es. Plattenspieler. Mensch. Relikte. Was haben wir da noch? Hallo. Hey. I have got to make solid plans to see the Geminids. Meteorschauer. I wonder if Tyler would want to go. Oh, ganz ehrlich, so, ich glaube in Alaska kann man. Freeze your ass off watching burning rocks fall through the sky. Yeah, I might need to work on my sales pitch. Ganz ehrlich,
mit der richtigen Person, ich hätte da voll Bock drauf. Stelle ich mir super romantisch vor. Nee, wirklich. Also, hätte ich mega Bock drauf. Ich glaube, in Alaska oder generell so in diesen nordischen Ländern, da kann man so coole Dinge am Himmel sehen. Hätte ich richtig Bock. Ooh, I can't wait to force Tyler to watch this with me. He's totally gonna hate it. Ja, ich hasse den Film schon allein im Poster nach. Wow. Kennt ihr diesen Spruch, never judge a book by its cover? Ich hasse ihn. Natürlich beurteile ich ein Buch nach dem Cover. Wonach denn sonst? Wenn ich so einen Wälzer habe und das Cover ist scheiße und der Klappentext hinten drauf klingt auch nicht gut, warum sollte ich es lesen? Egal wie gut das Buch ist, ich meine, wenn es nicht schafft, mir das zu zeigen, wie gut es ist, dann lese ich es natürlich nicht. Deswegen halte ich diesen Spruch für Blödsinn, natürlich. Du musst es beim Cover judgen, ansonsten, was willst du machen? Okay, ich kann einfach gehen, oder? Oder muss ich noch irgendwas mitnehmen? Was ich mich frage, ist, wie Tyler vorher hieß. Abflug. Ey, das Haus hier ist scheiße gedämmt, ne? Ganz schön laut. Allie, she's gonna be so awkward. Lieber Tyler, ich weiß, was du jetzt denkst. Ein Brief? Warum so komisch und förmlich? Wieso keine E-Mail? Was für E-Mail? Wieso keine Textnachricht? Oder ein Telefonanruf? Habt ihr in Alaska kein Internet? Ja, okay, wahrscheinlich nicht. Wobei, warte, E-Mail. Keine Ahnung, habt ihr keine Telefone? Tja, ich dachte mir eben, für ein Hey, Bruderherz, ich wollte mich nur mal eben melden, bevor wir uns wiedersehen, nachdem du 10 Jahre im Jugendknast... Ah. Ach so, ja. Okay. Es wurde also offensichtlich nicht als Selbstverteidigung abgetan. Interessant. Nach der Story, die ihr erzählt hat, hätte ich das als Selbstverteidigung gesehen, aber okay. Jugendknast warst, wäre ein Brief passender. Wie auch immer. Du wirst mir dankbar sein, wenn du 90 bist, die Maschinen die Weltherrschaft an sich gerissen haben und du noch was hast, was du bei Kerzenschein lesen kannst. Ey, Horizon Zero Dawn spielen wir doch gerade, Leute. Wie gut passt das denn einfach? Siehst du, ich plane voraus. Tja, ich kann kaum glauben, dass du in ein paar Wochen wirklich draußen bist. Was geht? Das ist so cool. Ich werde bestimmt total verkrampft sein, wenn wir uns sehen. Also versuch das bitte zu ignorieren, okay? Wie war dein letzter Monat? Bist du traurig, dass du deine Schützlinge verlässt? Sie werden dich bestimmt vermissen. Ich habe neue Reifen anbringen lassen, bin also bestens vorbereitet, um dich abzuholen. Und spar dir die abfälligen Bemerkungen, wenn du meine Karre siehst. Sie hat einiges erlebt und es kann nicht jeder ein Autofreak sein. Die Wegschies haben mir den Tag freigegeben. Wir können also direkt zum alten Haus fahren und uns für den Verkauf vorbereiten. Ah, die wollen da nicht einziehen, okay. Ich kann es kaum erwarten, nie wieder über diesen Ort nachdenken zu müssen. Ich freue mich wirklich darauf, dich zu sehen. Nur damit das klar ist. Drück dich, Allison. Okay. Die wollen es verkaufen. Jugendknast, ja? Ach, sieht ja eigentlich relativ angenehm aus, ne? Schöne Aussicht. Keine Gitterstäbe. Na gut, was hörst du denn so? The Dark Ark of Destiny. Bummed, I have to leave this behind. But the old house would probably collapse if I blasted this inside. Okay. Man, the soundtrack to my angsty teen years. I'll leave it for the next rebel. I've been listening to this on a loop lately. Oops. Okay. Also wahrscheinlich so Metal-mäßig oder so. Huh? Songs of Innocence, William Blake. Shelter from the Flood. God, it was a slog. The Transgender Man's Guide to Healthy Masculinity. Hm. Okay. Hey, little Ach guy. Was. You're gonna be er hat auch so einen. Your sister soon. Huh. Hä, was? Ich hab... Ah, okay, doch. Ich wollte ihn eigentlich nehmen. Okay. Neues Sammlerstück. Cool. I guess I'm totally ready du hast das erste Sammlerstück des Spiels gefunden. Du kannst den Pause-Menü ansehen. Ah ja. Oh ja. Nach Episoden geteilt, wenn ich das richtig sehe. Okay. Ach, warte mal, anhören, was? The crafty goblins are two cunning little thieves who live under the princess's house.
They're always getting into mischief. But they have good hearts. Mm-hmm. Okay. Celebrate, educate, unite. Transvisibility March. Okay. Warum ist die Flagge bitte schön rot, weiß und blau? You stay here. Educate the youngsters in classic cinema. Das sieht nach einem Film aus, den ich gucken würde. Fire in the Hole. Der Titel ist seltsam, aber das Cover sieht cool aus. Siehst du, Leute? So läuft das nämlich. Dann denkst du dir so, ey, sieht cool aus, guck ich mir mal an. Hm? Genau so läuft es. Nämlich, dieser Karton voll Müllschätzen gehört jetzt dir, dem rechtmäßigen Finder. Ah ja. Okay. Was jetzt? Müll oder Schätze? Testosteron, jede Woche. Na geil. TRX auffüllen. TRX, ist das ein Auto oder so? Keine Ahnung. The Drowning. Das ist ein Film, den würde ich mir nicht angucken. Siehst du, Leute? Das Cover ist wichtig. Ach, das ist der Brief, oder was? Ist ein anderer Brief. Okay. Hey Aaron, du weißt ja, Briefe sind nicht meine Stärke. Alter, diese fancy Leute, die einen Doppel-A-Vornamen haben müssen, ne? Was ist das? Als ob man Aaron nicht mit einem Namen schreiben könnte, mit einem A schreiben könnte. Aber du warst der beste Tutor, den sich ein gefährdeter, aber reformierbarer Jugendlicher wünschen könnte. Danke, dass du für mich da warst. Du hast mir mehr geholfen, als du denkst. Ich werde versuchen, das Beste daraus zu machen, wenn ich aus Fireweed raus bin. Überleben heißt rebellieren. Danke, Kumpel. Tyler. Ist das dann sozusagen sein zuständiger Aufpasser gewesen, oder wie? Aha. Oh, gonna miss these dum-dums. Lol. Okay. Interesting. Gut, dann... Moment. Man, he's going places. And I'll be able to say I helped him on his way. Kunstausstellung von Schülern des Fireweed Youth Center im Grindhouse. Youth Center? Youth Center? Youth Center. Tyler Ronan, 20, bringt jungen Tlingit-Künstler in lokalen Top-Veranstaltungen. Was ist denn bitte Tlingit? Tlingit. Digga, guck mal, wie ich das aussprechen muss. Tlingit. Oh Mann, Alter, das ist moderne Kunst. Das ist Kunst oder kann das weg? Keine Ahnung, Alter. Is there any way I can? No, that's someone else's problem now. Noch zu erledigen. Tutoraufgaben. Paris mit Motivationsschreiben fürs College helfen. Bis zum Wochenende. Dr. Beck anrufen wegen Tutorsitzungen mit Jeremy. Aaron treffen wegen Gartenprogramm. Sonstiges. Papierkram vorbereiten für Flucht W2 und Brief 2. November. Irgendwas für Allison. Ah ja. Okay. Interesting. Wo zieht er denn jetzt eigentlich hin, wenn er hier raus ist? Und sie das Haus verkaufen? Zu Allison? Eigenes Haus? Ja, die Aussicht ist geil, ne? Ich hätte voll Bock, in den See schwimmen zu gehen, aber der ist arschkalt. Wie warm wird's denn in Alaska im Sommer? Wahrscheinlich nicht so warm, dass man da im See schwimmen gehen könnte. Wobei, mit Neoprenanzug. Alter, mit Neoprenanzug doch. Bye, Herbert. Herbert, Alter, er hat die Pflanze einfach Herbert genannt. Was ist er denn für ein Typ? Oh mein Gott. Er nennt die Pflanze Herbert. Ah ja. Moment, das ist nur ein Zettel lang gewesen. Please give me water and sunshine. Fuck! Was? Hätte ich das machen können? Ach, come on. Mach keinen Scheiß. Mach mal nur. We have tomorrows for a reason. Jetzt passt natürlich auch der Welcome Back Bear ein bisschen besser. Dann halt nicht. Okay, dann halt nicht. Ist in Ordnung. Hi, Tyler. Hi. First time we see each other in 10 years, and it's hi, Tyler. Oh,
Sorry. Was soll sie sonst sagen? Allison. High is a good place to start. God, it's good to see you. Likewise. Was hätte sie sonst sagen sollen? You have anything else you need to get? Nope. This is it. My last 10 years in a bag. Then we should get going. We just have time to make the morning ferry. You look good in that. Thanks. One of my mentees designed it. It's really good. Yeah, he's so incredibly talented. I got a couple of local coffee shops to hang his art. Tyler Ronan, shaping the leaders of tomorrow. Yep. We're screwed. So, good Omar. Did you miss anything about this place? Ich glaube, das Essen wahrscheinlich nicht, aber die Leute bestimmt. Honestly, people. The other residents, my mentees, my counselor Aaron. Mm. Took me a while to fit in. But once I did, it felt like home. They made me feel safe. Safe enough to be me. That's so great. I'm really happy for you. We planning to drive to Delos Crossing or push? You are welcome to walk. Nah, I'll take my chances. Need one last look or anything? Looked. Let's go. Sympathisch. Definitiv. Ach, ist eine super schöne Gegend da, ne? Mega schön. Ein neuer Start, also. No, really. I am 100% not creative enough to make that stuff up. Oh, and just last week, they had to turn the ferry around because a bear was on board. No way. Ah, ja. Someone heard a commotion in the back of a delivery truck, so they opened it up. And there was the bear, fat and happy on a literal mountain of empty chip bags. Fressen Bären Chips? Go where the food is. Oh, okay. I can relate to that. So then what happened? I'm not sure. I think they couldn't get him to leave, so they tranked him. Oh, poor buddy. Shot in the ass just for getting the munchies. Yeah, well, you know what they say. Safety first in bear country. Yeah, but prevention is best. Common sense goes a long way in keeping them from getting shot. The bear is fine, Tyler. For now. You hear they've been talking about loosening up regulations on trophy hunting again? Higher bag limits, inhumane ground traps, even bringing back hibernation hunting. Hmm. What kind of asshole gets off on killing a sleeping animal? I'm not against hunting, but predators play a vital role in the health of our natural parks. What? Why are you smiling? I'm being serious. Oh, I can tell, Ranger Tyler. Not yet. But at least I got the school part out of the way. Echt? Mach was. Cool. I can't believe you've got a bachelor's already. While I boast a half-completed certificate in accounting from an online college that may have stolen my credit card number. You'll figure out what you want. You have time. Starke Brille. How are you feeling? Like I'm about to drive straight into a whiteout and my fog lights are dead. Okay. Das ist dark. Ach. Tja. What about you? Oh, es ist schön, ey. Allison? Oh. Zoned out there for a second. Sorry. What's up? I'm sorry, I just... trying to wrap my head around the fact that you're right here, standing beside me, on our way to Delos. You don't have to apologize. It's a lot. Oh. Why did we take the ferry instead of the coast road? Because I didn't want to be stuck in the car with you for an extra 2 hours. We have to take the ferry. It's the only way to reach Delos from Fireweed. I see. Well, good. I don't think my stomach could have taken 2 more hours of how you handle curves. Sorry, do you want to take over driving when we dock? No. You're gonna have to get back behind that wheel at some point, you know. Look, I put a Fireweed van nose first in a ditch. Hey,
Okay. Ah, ja. Unvollgebaut, huh? You mean in Delos? Still the capital of East Jesus Nowhere. Can't wait to get out of here. Jetzt hier gedrückt halten, um zu antworten. Es ist schwierig zu wissen, wen ich jetzt gerade spiele, ehrlich gesagt. Also gerade spiele ich Teile, ja. Having cable and full-time electricity was definitely a plus, but no one ever forgets anything in a small town. You get marked a weirdo and that's it. That's your life. At least you had Michael. Ich würde mich nicht stören. Yeah. I don't think I'd have survived high school without him. Bet you're gonna miss him when you move to Juno. How's he doing? Das war der von der Party. Good, good. But I haven't seen him much outside of work lately. He's been busy with his dance and helping his clan organize a potlatch. Is that smoke coming out of Stonehouse? Yeah. I guess someone finally bought that old shack. That or the ghosts are cozying up by the fire. Think new owners know it's totally haunted? I'm sure Tina did her best to keep them from figuring it out. At least until the paperwork was signed. Scheint aber eine sehr schöne Position zu haben da. That house always gave me the creeps. Those windows are like huge gawking eyes. You think people talk about our house this way? Wahrscheinlich. Kann ich das andere jetzt nicht mehr angucken? Schade. Ich hätte das andere gerne auch noch angeguckt. Nee, aber es scheint doch eine sehr schöne Position da zu haben. Cool, du hast so Wald im Hintergrund, dann hast du hier so eine Aussicht in die Berge. Ich meine, zum Wohnen, ja, okay. Aber so als Urlaubsort oder so. Mega. Turns out, people don't line up to buy murder houses with no electricity. Ja, gut, okay. Glaube ehrlich gesagt, dass tatsächlich das Stromproblem mehr Probleme macht als das Mordproblem. Würde mich jedenfalls wahrscheinlich nicht stören. Ja, klar. I was told, I mean, after you, well, graduated, I guess, and became a mentor 3 years ago. You still basically spent all your time at Fireweed, right? Pretty much. There were a few times I tried to go to these meetups for trans people in Juno, but something always came up. I probably should have put myself out there more, but it was better to be around in case the residents needed me. So you were free to come and go as you pleased? Yeah. Why do you ask? Oh, nothing. Weil er sich nie bei ihr gemeldet hat, bzw. nie zu ihr gekommen ist. Curious how you spent your time. Ja. Das hat man gemerkt. Autsch. Oh, ich wiederhole mich, aber scheiße, ist das schön da. Alter. Ich muss da irgendwann mal hin. So eine Gegend. Allison. Yeah? Spit it out. Okay, you need to promise not to freak out. What is it? Was ist das? It's a gift. Oh. From Eddie. I know he's not your favorite person, but... I'm sorry. When you said Eddie, I thought you meant Chief Brown, as in the police officer who arrested me. Come on, Ty, don't... And your adopted father, the man who didn't let you visit me for 7 years. The Fireweed administration backed him up, Tyler. They thought it was best for both of us. Yeah, well, it wasn't. It's a peace offering. And you're the two most important people in my life. Please? Ah, yeah. For me? He can't buy my forgiveness with some cheap-ass trinket. It's a gift, Tyler. You know what gift-giving means in Tlingit culture, and what it means to refuse one. Take it, but I'm not going to wear it. Really? Really. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Ist ihr Adoptivvater oder wie? This was for you, not Chief Brown. You know, okay. You could call him Eddie, or even Uncle. Hard pass. Okay, schwierige Familienverhältnisse offensichtlich. Hm.
you hear that? Hm. Loch Ness. Nee, das war Schottland, ne? Wow. Yo! Alter! A place like home. Yeah. Mega. Would it ruin the moment if I said I needed to call home? Yes. Completely. Sorry. Go ahead and stop apologizing all the time. Okay, sorry. Thanks. Mhm. Und warum genau muss ich da jetzt anrufen? Keine Ahnung. Egal, Leute. Ich würde mal sagen, das war's für den ersten Part. Das ist schon schön. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schreibt mal gerne euren Ersteindruck oder so. Oh, sie redet mit ihrem Adoptivvater. Schreibt mir gerne euren Ersteindruck zum Spiel in die Kommentare. Und ich würde mich selber einen Daumen hoch freuen. Lasst ein Abo da, wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Like a memory, whispers in the silence.